Servus aus Vorarlberg. Eine halbe Stunde später, wir machen den Riebel. Wir braten den jetzt an und dann wird es eine kleine Portion also schon mal hier zum Verspeisen geben. Und den Rest machen wir eigentlich nochmal zu Hause nochmal an, weil ich habe viel zu viel davon gekocht. Wir haben schon nur noch so viel übrig und das ist echt wenig. Du musst denken, das Ding war komplett voll, als wir angekommen sind. Also gibt es für mich für die nächsten paar Tage Rebel. Also fangen wir an mit dem Kochen. Also, erstens mal, Kamera richtig rücken, damit jeder es sehen kann. Also, das sollte so passen. Yay! Und so, okay. Pfanne. Okay, Gas. Yay, erst einmal an. Dann nehme ich den Riebel, den wir halt sitzen ließen für jetzt eine halbe Stunde mindestens. Länger kann man es eigentlich lassen, wenn man will. Ich muss mir einfach sagen, wenn es genügend ist für diese Pfanne wert. Also das. Und, so? Ja. Und etwas? Ja, vielleicht noch ein bisschen was. Tada! Okay. Also in die Pfanne rein, dann etwas Butter aufschneiden. Wir haben hier heimische Butter, also Ländle-Butter. Der ist schon sehr... Sehr verschmolzen, ha? Ja. Du hast gesagt, der ist leicht weich. Das ist... Wie viel braucht man eigentlich? Grammschätzung? Circa... Schon viel. 100 Gramm. 100 Gramm vielleicht? Ja. Ist es nicht 50 Gramm, das du gerade dort hast? Nein, 125 Gramm. Okay, 100 Gramm. Es wird butterig. Und das klein machen, sollte man in der Pfanne machen, hat mir meine Freundin erklärt. Also schön mal gesagt, wie es zu machen ist. Ja, es klebt wieder alles zusammen, nur mit der Butter bleibt es auseinander. Ich hoffe, ihr könnt das überhaupt richtig sehen. Auf jeden Fall schmeckt es halt lecker. Meine Freundin isst es öfters, ich eher nicht so, nur ab und zu und dann nur mit Apfelmus, weil ich so einer bin. Nur mit Apfelmus esse ich es auch. Nein, ich habe ein kleines bisschen verloren. Und weil es nicht ganz gerade steht, ist es genügend zermetzelt. Dass es Fischstücke sind, sodass man es gut im Mund kriegt. Okay. Also ich habe einen großen Maul, also mir passt es schon, aber... Ja, passt schon. Da, so sieht's besser aus. Mir vergeht schon die Stimme. Boah, ich habe nicht mal so viel geplappert heute. Okay, vielleicht etwas viel. So sieht's gut aus, oder? Und wie lange bratest du es, bis es goldig wird oder bis ja, es so leicht so angebrannt? Okay. Ja, ich stehe jetzt volle Kanne im Weg von der Sonne. Da siehst du es. Schön sieht's aus. Ist auch ein wunderschöner Tag. Dieses Mal nicht neblig. Das ist auch toll. Ja, die Fahrradfahrer. Sobald es schönes Wetter ist, sind die ganzen Fahrradfahrer draußen. Das nehme ich denen nicht mal übel dieses Mal. Soll ich noch mal wenden eigentlich? Ja, kannst schon. Ich muss einfach mal lassen. Oh. Ah ja, jetzt muss ich langsam. Das wird ja schön. Warte, ich denke, ich werde alles verlieren. Okay, wir haben eine Verlustrate von so circa 2%. Ihr Mathematiker könnt es rausrechnen. Oh, das wird ja schön mit Gas. Das habe ich ja nicht gedacht, dass es eigentlich zum Anbraten so schön wird. Oder? Mhm. Wir kochen nicht mit Gas. Also ich bei meinen Eltern in England, ja. Aber hier, nein. Sieht gut aus. Oder soll es noch mehr braten? Ja, ein bisschen mehr schon. Ein bisschen mehr.
Kannst du das Apfelmus schon mal aufmachen, ne? Apfelmus. Und wir haben nur einen Teller, um das zu essen, also. Das große Apfelmus-Konsortium, die haben mich gesponsert. Ja, ja. Nein. Oh, riecht das lecker. Da läuft echt ganze Sabber im Maul. Der Hund ist auch mit dabei, aber sie ist unter der Sitzbank. Sie durfte in der halben Stunde Pause eigentlich mit der Chefin spazieren gehen. Und ja, sie hat schon. Und wir bleiben hier danach auch etwas länger, weil es einfach so schönes Wetter ist. Warum nicht? Jetzt sieht's gut aus, ha? Ja, jetzt sieht's gut aus. Okay. Schweinschütten. Man hört die Schweizer am Vorbeifahren, ha? So nah zur Grenze, ha? Also, kann ich ausschalten? Ja. Gas sparen. Ah! Nein! Sie sehen es, glaube ich, gar nicht. Ich habe jetzt schon wieder 30% verloren. Die Verlustrate ist nicht so toll. Also ich schwöre, ich bin nicht so tollpatschig zu Hause. Ja, so schaut es denn ehrlich aus. Mal sehen. Sieht es eigentlich auch so aus? Ja, du musst... Tada! So sieht's aus. Ja, Tatonka-Pfanne. Woop. Machst dir gerne, was du willst, drauf. Und ich tue das mal aus dem Weg. Dann kann man es hier vorzeigen. Heiß, 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 heiß. Okay, da geht noch. Tada! Ja, du tust deine Schnauze jetzt nicht zum Gas vorbei. So sieht's aus. Wir werden sie jetzt verspeisen. Mit Zucker. Sieht man das ganz schön? So. Hui! Wackelig. Nicht jedes Mal gegen den Stativ gehen. Hast du? Ja. Löffel die Dame. Ich esse danach, weil sonst ist es alles mit Apfelmus. Oh, ich muss die Nominierungen noch. Die Nominierungen sind... Während meine Freundin das schön verspeist vor mir. Die Nominierungen sind... Genau. Wie würdest du das aussprechen, Claude? Antoxa Absolut. Antoxa Absolut? Dann haben wir noch... Als der nächste Nominierter ist... Bushcraft.light. Und der letzte, vielleicht auf Englisch, weil dann versteht es besser. Stuff We Do, you've been nominated to cook outside something, probably Beltong, and drink beer. So you're definitely on the list of people who now has to cook outside. Ja, für alle, die es nicht verstanden haben auf Englisch, ich habe Stuff We Do nominiert, der ist so ein Messerkanal. Ja, und mit denen scherze ich öfters. Das ist tatsächlich ein Pferd. Ja, euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ich lade das so schnell wie möglich hoch. Viel Spaß!